Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal wieder um das EEG, das Erneuerbare-Energien-Gesetz, und zwar vor allem um Neuerungen rund um das EEG im Jahr 2021. Das EEG, Erneuerbare-Energien-Gesetz, ist ja die Stelle, an der eigentlich die gesamte Regulierung und Rechtsprechung rund um erneuerbare Energien praktisch zementiert sind. Seit dem Jahr 2000 wurden dort verschiedenste Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass erneuerbare Energien in Deutschland etabliert werden, vergütet werden und sich weiterentwickeln können. Im Jahr 2020 gab es schon mal eine kleine Novelle, nachdem es in den letzten Jahren Dutzende Erneuerungen und Veränderungen gab, die also vor allem auch den Förderrahmen verändert haben. Jahr 2020 hatte nur so eine kleine Mini-Novelle, wie an vielen Stellen bezeichnet wurde. Für das Jahr 2021 soll es jetzt aber eine deutliche Änderung geben und dafür gibt es jetzt aktuell einen sogenannten Referentenentwurf aus dem Bundeswirtschaftsministeriums, welcher jetzt im September 2020 durch praktisch die Bundesregierung und auch den Bundestag gehen soll, um dann zum 1. Januar 2021 auch als Gesetz in Kraft zu treten. Erstmal ein bisschen zum Hintergrund. Natürlich gibt es verschiedenste Rahmenbedingungen im EEG, die aktuell nicht wirklich die Energiewende so richtig unterstützen und so richtig die Entwicklungen möglich machen, die wir eigentlich bräuchten. Wir brauchen ja viel mehr Zubau an zum Beispiel Solar- und Windkapazitäten, aber so richtig einen Anreiz dafür, das auch zu tun, die gibt es aktuell nicht aus dem EEG heraus. Selbst für den Eigenverbrauch und vor allem auch rund um alles, was also Direktvermarktung angeht, gibt es keine wirklich besonders guten Rahmenbedingungen im aktuellen EEG. Also gibt es hier verschiedene Bedarfe, die dringend passieren müssen, damit wir auch schon unsere eigenen festgelegten Ziele rund um den Klimaschutz und die Energiewende umsetzen könnten. Deswegen muss es also Aktualisierung geben. Das Bundeswirtschaftsministerium hat es also Ende August 2020 einen sogenannten Referentenentwurf erstellt. Der ist 140 Seiten lang. Den kann man auch schon finden während der Veröffentlichung dieses Videos, wenn man halbwegs findig mit dem Internet umgehen kann und das in entsprechende Suchmaschinen eingibt. Jedenfalls ist so ein Referentenentwurf immer praktisch ein Diskussionsstand aus einem Ministerium heraus, der jetzt praktisch an die anderen zuständigen oder interessierten Stellen weitergeleitet wird. Die diskutieren nochmal schlussendlich, können nochmal ein paar Sachen anpassen. Und dann geht es zum Bundeskabinett, also den Ministern und der Kanzlerin. Und wenn die sagen, hey, das ist cool, dann geht es in den Bundestag. Jedenfalls ist es jetzt aktuell, Anfang September, noch im Stand, dass ein bisschen was diskutiert wird. Die diversen Branchenverbände haben schon mal reingeschaut und sagen an vielen Stellen, oh, das ist noch nicht ganz optimal. Hier gibt es noch einiges an Kritik, was vielleicht verbessert werden müsste. Was sind so diese typischen Themen, die da aktuell angesprochen werden? Und vor allem ist es also so, dass dieser Entwurf jetzt ja schon in den letzten Tagen, also der Presse und den Verbänden vorlagen. Und die haben unter anderem gesagt, dass dieser Bedarf, der Zubaubedarf an Kapazitäten von Solar und Wind einfach noch nicht wirklich so angereizt ist, wie wir es eigentlich bräuchten, um unsere festgelegten Ziele zu erreichen. Das heißt, die Fördermechanismen sind einfach noch nicht wirklich attraktiv und noch nicht so richtig genügend. Das heißt, das, was also durchaus an Zubau jetzt gefördert werden soll, ist halt nicht genügend. Die Gigawattzahlen, die jedes Jahr dazukommen sollen, müssten eigentlich mehr sein. Hier wird also teilweise von 2,1 bis 2,8 Gigawatt pro Jahr Zubau über die nächsten Jahre gesprochen und das ist einfach nicht genügend, damit wir die Ziele erreichen können, die wir erreichen wollen. Jetzt muss man allerdings auch bedenken, das Ganze ist ja nicht Zubauschranke, sondern Förderschranke. Das heißt, es geht hierbei um die Ausschreibungen, an denen man als ein potenzieller Betreiber von Anlagen teilnehmen könnte, um dann praktisch die EEG-Förderung zu bekommen. Sollte man aus was auch immer für Gründen in der Lage sein, eine Anlage, einen Anlagenpark einfach aus sich heraus dort zu finanzieren, dann zählt das natürlich auch nicht mit rein, dann kann man das natürlich trotzdem machen, aber dafür sind ja auch die Marktbedingungen im Sinne von Strompreisen und Ähnlichem gar nicht so optimal. Also es ist halt schwierig. Man kann den Zubau nur durch Förderung so richtig attraktiv machen im Moment. Sobald die Anlagen laufen und sobald auch das System sich noch weiterentwickelt, sind Erneuerbare unzweifelhaft die besten Anlagen und auch die wirtschaftlichsten Anlagen. Aber der Förderanreiz, der muss eben noch etwas stärker werden. Ein Thema, was da natürlich immer im Weg steht, ist auch die Bürgerbeteiligung und vor allem auch der Wille der Bürger, dass zum Beispiel Windkraftanlagen in der Nähe gebaut werden. Wir kennen das, da gibt es immer viel Protest. Man will halt die Windanlagen nicht
sehen, wenn man aus dem Fenster guckt. Und um das zu lösen, will man jetzt also festschreiben, dass die Anwohner, die Bürger, aber auch die Kommunen eine finanzielle Beteiligung an Windkraftanlagen bekommen sollen. Das ist etwas, was in verschiedenen Stellen auch international praktiziert wird und was auch teilweise sehr gute Erfahrungen mit sich bringt. Gleichzeitig hört man von anderen Stellen, naja, so richtig löst das trotzdem nicht das Desinteresse oder die Feindschaft zu den Windkraftanlagen, nur weil man ein bisschen Geld kriegt. Naja, dann, wenn man so unzweifelhaft noch oder wenn man zweifelhaft unterwegs war, wenn man sich noch nicht sicher war, ob man das gut findet, dann könnte Geld ein Argument sein. Wenn man aber pauschal gegen Windkraft und gegen die Energiewende in dem Sinne voranschreitet, dann hilft einem auch die finanzielle Beteiligung nicht mehr. Also mal schauen, ob das überhaupt ein Mechanismus ist, der wirklich dort große Schranken und Hürden aus dem Weg räumt. Ein weiteres Thema, auch gerade rund um Windkraft, ist Artenschutz. Man möchte in diesem neuen Gesetzesentwurf jetzt also auch ein paar artenschutzrechtliche Ausnahmen mit reinbringen. Unter anderem ist das natürlich wichtig, weil es auch Untersuchungen gibt, die sagen, naja, diese Behauptung, dass also Windräder ganz oft Tiere, also vor allem Vögel und auch Fledermäuse, umbringen, die sind so ein bisschen übertrieben. Es gibt viele Studien, die sagen, na, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Und vor allem gibt es viele Möglichkeiten, um das zu verbessern. Allein schon, kleiner Tipp, eine der drei Rotorblätter einfach schwarz anmalen. Da gibt es aktuell sehr gute Erfahrungen dazu. Es gab erste Studien, die das untersucht haben. Und plötzlich fliegen die Tiere nicht mehr dagegen, weil es halt ein bisschen auffälliger natürlich auch ist. Und ansonsten, ja, wird es wahrscheinlich einfach darauf hinauslaufen, dass verschiedene Artenschutzräume, die geografisch vorhanden sind, dann teilweise eben doch für Windkraftanlagen auch genutzt werden könnten. Ansonsten läuft es darauf hinaus, dass zum Beispiel auch kleinere Solaranlagen, die jetzt aus der EEG-Förderung nach 20 Jahren herausfallen, die also im Jahr 2000 ans Netz gingen, 20 Jahre lang gefördert wurden und jetzt praktisch aus der Förderung herausfallen, dass die zumindest für die nächsten Jahre immer noch eine pauschale Vergütung entlang der Marktpreise bekommen können vom Netzbetreiber. Das war ja immer die Frage, was machen diese Anlagen jetzt, wenn sie im Jahr 2021 aus der Förderung herausfallen? Dann müssten sie sich eigentlich direkt vermarkten. Und für große Anlagen ist das kein Problem. Große Anlagen können sich problemlos meistens für diverse Direktvermarkter oder Händler oder virtuelle Kraftwerke attraktiv darstellen. Dann geht das oder PPAs werden da abgeschlossen. Aber kleine Anlagen auf dem typischen Eigenheimbesitzerdach, die sind einfach zu klein teilweise oder die sind nur attraktiv, wenn noch ein Speicher dabei ist oder was auch immer. Und diese Anlagen sollen es also durch diesen Referentenentwurf einfach von 2021 bis 2027 einfach so weiter in das Netz einspeisen können und bekommen vom Netzbetreiber eine Vergütung, die sich am Marktpreis orientiert, abzüglich von so den Vermarktungskosten, also ein paar Verwaltungskosten, die sich ergeben, um den Strom dann noch aus dem Portfolio des Netzbetreibers an Händler oder an Versorger weiterzureichen. Das ist auch schon mal etwas, zumindest, dass diese Anlagen weiter betrieben werden können, sinnvoll weiter betrieben werden können. Gleichzeitig gibt es auch da nochmal die klare Aussage, dass also die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung, die ja auch 2021 kommen soll, unmittelbar in das EEG-Konto eingezahlt werden, damit die EEG-Umlage in Zukunft weiter entlastet wird. Die wird ja über die nächsten Jahre schon mal etwas weiter runtergehen, aber das reicht natürlich noch nicht. Die Entlastung für die Haushalte muss stärker werden. Dort muss also noch mehr Geld wegfallen aus der Belastung in der Stromrechnung und praktisch mehr Geld in dem Fall aus der CO2-Bepreisung in das EEG-Konto übergeführt werden. Und damit haben wir eigentlich schon mal so die wichtigsten Rahmenbedingungen, die in dieser großen EEG-Novelle 2021 stehen werden, zusammengefasst. Wie gesagt, man kann den eigentlichen Referentenentwurf auch schon mal im Internet finden. Ansonsten gibt es jede Menge Pressebeiträge dazu, die eben sagen, naja, es ist halt schön und gut, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber damit erreichen wir noch lange nicht unsere Ziele. Mal schauen, was dann noch in der Zukunft weiter so geht. Ja, ansonsten war es das erstmal zu diesem aktuellen Wissensstand rund um den Referentenentwurf. Wir werden das sicherlich in den nächsten Videos noch ein bisschen weiter auseinandernehmen. Soweit erstmal dazu. Habt ihr Fragen oder Kommentare zum EEG 2021? Dann ruhig schon mal unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.